Weil das geht. So? So große Nase. So große Nase und mit seinem Mund. Vor der malerischen Rosenburg steht jetzt vor meiner Kamera Alex der Gaukler. Alex, wie kommt man dazu, auf Mittelalterfesten für die Leute den Kasperl zu machen? Indem man einfach in irgendwelchen Parks zu Hause spielt, sein eigenes Hobby spielt und die Kinder bleiben stehen und nicht nur die Kinder und plötzlich bleibt irgendein Typ von einer Rosenburg stehen und sagt, er will mich auf der Rosenburg haben, zum Beispiel. Jetzt ist der Gaukler ein Fulltime-Job oder geht sich das dann doch nicht ganz aus? Na, überhaupt nicht. Das ist nur ein Spaßjob. Und der ist, also so Mittelalterfeste gibt es vielleicht 5, 6, 7, 8, 9, 10 in ganz Österreich. Und voriges Jahr 0, Lockdown, 1,5 Jahre Lockdown für Künstler. Nein, aber es ist auf jeden Fall nur ein Spaßjob. Jeder von uns hat eigentlich einen normalen Job auch. Thank you.